Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Hearts. Und wie ihr seht, haben wir jetzt endlich unser Team komplett. Goofy, Donald sind auch am Start und wir wollen jetzt zum nächsten Planeten reisen. Wir könnten vorher noch ein bisschen shoppen gehen, aber das halte ich für unnötig. Ich denke... Sag mal, dieses komische Zeichen... Fällt es nicht irgendwie auf? Dies ist ein Trio-Symbol. Man findet es vielerorts und in verschiedenen Farben. Anfangs reagieren nur die Blauen. Auf diese Symbolen können Sora, Donald und Goofy ihre Kräfte vereinen, um ein Trio-Tech auszuführen. So, das ist das, was ich meinte. Da kriegt man dann meistens irgendwas. So wie hier war es einfach nur Money. Money on my mind, Money on my mind. Aber ordentlich, ordentlich Money. Bodenstation an Crew. Der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort an. Mit dem Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Je mehr, desto stärker sind die Herzlosen in dieser Welt. So, weil er hat gerade noch geschrieben, hier werden Sterne angezeigt. Da ist Level 1, hier ist Level 2. Je mehr Sterne die Welt hat, desto schwieriger sind die Herzlosen vor Ort. Und wir nehmen jetzt die mit einem Stern Easy Man. Wir wollen uns ja nicht selber das Leben schwer machen. Mit diesem Gummijet reisen wir von Welt zu Welt. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu stören. Deswegen muss der Gummijet gekonnt gesteuert werden. Gummijet wird mit dem linken Analogstick gesteuert. Nach hinten liegen, lässt ihn steigen. Nach hinten liegen lässt ihn steigen, nach vorne liegen lässt ihn sinken. Ja. Die blaue Leiste zeigt die Energie von zum Beispiel Laser und Fangnetz an. Aber ja, vorsichtig sein, was den Energieverbrauch angeht. Die grüne Leiste zeigt die Schildenergie an. Fällt die Schildenergie auf 0, geht es zurück zur Abflugsstätte. Leute. Je mehr wir abballern, desto mehr Points gibt es. Oh fuck. Ja, das war jetzt nicht so der Burner. Aber ich war in diesem Fliegen nie gut. Später muss man das auch nicht mehr richtig machen, sondern kann man dann einfach so in die nächste Welt. Aber am Anfang muss man eigentlich, glaube ich, in jede einmal. Alter. Bam. Das war ja nicht so Burner. Gab es irgendwo auch einen Speed-Button, wenn man noch schneller sein wollte? Nö. Da ist die nächste Welt und wir haben als erstes... Na, wer kann's erraten? Wer kann's erraten? Es wird jetzt aufgelöst? Ich weiß es. Wunderland. Landen. Gehen in die Welt von Alice im Wunderland. Wundersame Begegnung. Wonderland. Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Okay. Oje, oje, oje. Ich bin hier, aber ich sollte da sein. Höchste Zeit, muss noch weit. Oje, die Königin wird sich an meinen Kopf fordern. Das wäre schon mies, wenn sie das tun würde.
So, hier hätten wir ein Trio-Tech, aber wir können nur das Blaue bisher. Pau! Pau, pau, pau. Wir sind noch ein bisschen groß jetzt gerade. Wie ist der so klein geworden? Du bist einfach zu groß. Er spricht! Müsst ihr so laut sein? Ihr habt mich geweckt. Steck einfach Schlüssel ins Maul, ey. Guten Morgen, gute Nacht. Ich brauche noch etwas Schlaf. Warte, was müssen wir tun, um klein zu werden? Warum nimmst du nicht die Flasche da drüben? Erstmal kurz gucken, ob es hier noch sowas zu erkunden gibt oder so. Da ist nämlich noch ein Gang. Oder sonst gibt es anscheinend nichts weiter. So, jetzt sind wir auch klein. Und dann können wir auch... der will wohl nicht mehr. Welchen Gang nehmen wir denn mal? Hier den? Herztribunal? Gericht? Aber warum? Ihre Majestät, die Herzkönigin, führt den Vorsitz. Das Mädchen ist schuldig. Da besteht kein Zweifel. Die Begründung ist, weil ich es so sage, deshalb... Das ist unfair. Nun, hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Natürlich. Ich habe absolut nichts Falsches getan. Du bist die Königin, aber das gibt dir nicht das Recht, so gemein zu sein. Ruhe! Du widersprichst mir? Ja. Hey Jungs, wir sollten ihr helfen. Ja, aber wir... Dies ist eine fremde Welt. Das heißt, wir würden uns einfischen. Genau. Und das ist gegen die Regeln. Das Gericht befindet... Schuldig in allen Punkten! Schuldig der Beleidigung und des versuchten Diebstahls meines Herzens. Ab mit dem Kopf! Nein, nein, bitte nicht! Halt, aufhören! Wer bist du? Du wagst, meine Verhandlung zu stören? Entschuldigung, aber wir kennen den wahren Schuldigen. Aha, das sind die Herzloben. Jedenfalls ist sie nicht diejenige, nach der ihr sucht. Das ist Unsinn. Hast du Beweise? Oh, fuck. Bring mir Beweise, ich wäre alles unschuld. Sonst heißt es, ab mit all euren Köpfen. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid. Vor euch sitzt ihre königliche Majestät, die Herzkönigin. Na, so richtig königlich sieht die ja nicht aus, aber was soll's. Wir speichern mal wieder für zwischendurch. Wer jetzt Königin nicht? Sie ist wirklich furchteinflößend. Oioioi, so, so. Guck mal, da können wir rein. Gehen wir mal da rein. Lotushain.
Wer bist du? Er hat schon mal seinen Kopf verloren. Arme Alice, bald verliert sie ihren Kopf, dabei ist sie völlig unschuldig. Hey, wenn du weißt, wer es getan hat, sag's uns. Die Tigerkatze weiß alles, aber sagt nicht immer alles. Die Antwort der Schuldige, die Katze alles, liegt im Dunkeln. Warte. Sie haben den Wald verlassen, aber ich sage nicht, durch welchen Ausgang. Es gibt 4 Beweisstücke. Es ist ein Kinderspiel, 3 davon zu finden. Das 4. ist schwierig. Es wartet eine Belohnung, wenn ihr alle findet. Können wir ihr trauen? Vertrauen oder nicht vertrauen? Ich vertraue darauf, dass ihr euch entscheidet. Ja. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das war's erstmal mit dieser Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was hier im Wunderland so auf uns wartet. Ja, wie es weitergeht, seht ihr dann im Prinzip in der nächsten Folge. Und ich sage erstmal bis dann. Und lasst mal ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ciao!